Deswegen habe ich keine Angst vor Fehlern bei meiner Ernährung. Dieses Video entsteht vor allen Dingen auf der Grundlage von vielen, vielen Kommentaren, die mich in den letzten Monaten immer wieder erreicht haben und vielen Nachrichten, die mich erreicht haben. Es geht darum, dass Leute mich immer wieder nach konkreten Abnehmtipps fragen. Und ich tue mich sehr, sehr schwer damit, diese Tipps zu geben. Das habe ich bereits in mehreren Videos angesprochen und möchte mich dieser Sache heute einmal widmen, weil es, glaube ich, auch mit einer grundsätzlichen Einstellung zum Thema gesunde Ernährung und Abnehmen zu tun hat. In einem meiner letzten Videos habe ich bereits den Satz gesagt: Gut genug ist oftmals auch einfach gut genug. Und die Ernährung muss nicht perfekt sein, um gut zu sein. Ich weiß, dass das komisch wirken kann auf den einen oder anderen. Aber wenn ich in den Kommentaren Fragen lese, wie ich zum Beispiel meine Portionsgrößen ermittle, wie ich meine Kalorien tracke, wie ich herausgefunden habe, welche Gerichte einigermaßen ausgewogen sind, welche Zutaten und welche Speisen für mich funktionieren, wann und wie ich mein Intervallfastenfenster gelegt habe, dann verstehe ich, wo diese Fragen herkommen, aber ich habe mich auch jedes Mal ein bisschen am Kopf gekratzt. Wie gesagt, ich verstehe, wo diese Fragen herkommen. Ich möchte auch auf keinen Fall sagen, dass das dumme Fragen sind. Ich glaube nicht an so etwas wie dumme Fragen. Ich verstehe wirklich so gut, wo diese Fragen herkommen und welche Unsicherheiten hinter diesen Fragen stecken. Ich kann nur dazu sagen, dass ich für mich in den letzten Monaten gelernt habe, dass diese Fragen gar nicht wichtig sind, dass die Infos, die dahinter stecken, erstmal gar nicht wichtig sind. Denn die Antworten dazu, und da bin ich der festen Überzeugung, trägt jeder von euch in sich. Jeder, der da Unsicherheiten hat zum Thema gesunde Ernährung, jeder, der noch mehr Infos haben will, jeder, der sich Hinweise und Tipps erhofft. Ich glaube wirklich fest daran, dass du die Antworten schon kennst. Ich nehme mal das Beispiel, was jetzt vor ein paar Tagen aufgeploppt ist. Woher weiß ich denn, wie meine Portionsgrößen auszusehen haben? Und ich war wirklich verblüfft über diese Frage, denn ich wusste es am Anfang auch nicht. Ich habe am Anfang auch viel zu viel gegessen, auch wenn es noch gesund war. Und habe dann gemerkt, dass ich viel zu viel esse. Und habe mich dann Schritt für Schritt an meine richtigen Portionsgrößen rangetastet. Das heißt, ich habe angefangen, relativ langsam zu essen und bewusst zu essen. Und habe einfach aufgehört, wenn ich satt war. Und habe dann gemerkt, okay, das muss dann offensichtlich eine Portionsgröße für dieses Gericht sein. Das heißt, ich habe quasi gar nicht versucht, das erst zu ermitteln, damit ich dann richtig essen kann, sondern ich habe quasi das währenddessen gemacht und habe mich einfach rangetastet. Und klar, wenn man jetzt penibel ist, könnte man sagen, ja, dann ist da am Anfang aber einiges in die Hose gegangen. Und was soll ich euch sagen? Da ist am Anfang auch einiges in die Hose gegangen. Es geht auch jetzt noch einiges in die Hose. Aber ich lerne, während ich es mache. Und ich glaube, das ist halt eine Einstellung, deren Wichtigkeit und deren, ja, Schlagkraft viele Leute unterschätzen und gar nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß, wie es ist, im Vorfeld alles planen zu wollen und perfekt haben zu wollen. Ich habe für mich einfach festgestellt, so funktioniert meine Ernährung nicht. Ich muss einfach anfangen, ich muss mich, während ich es mache, damit auseinandersetzen. Der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung für mich, aus meiner Erfahrung, ist einfach, sich bewusst mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Das heißt ja, sowas wie Portionsgrößen, das heißt sowas wie Gerichte, Essenszeiten, ob man jetzt Intervallfasten macht oder nicht, ist ja jedem sich selbst überlassen. Sich mit den Zutaten irgendwie auseinandersetzen, gucken, ist das überhaupt so gut, was ich da mache? Und dann stetig dazu zu lernen. Ich glaube nicht, dass Ernährung, dadurch, dass es so ein fest im Alltag verwurzeltes Thema ist, ein Thema ist, wo man sich quasi im Vorfeld einmal alles anliest und reinzieht und dann anfängt und es perfekt umsetzt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Schlüssel ist da einfach, bewusst damit umzugehen. Ein Begriff, der seit ein paar Jahren wirklich totgeprügelt wird, wenn es darum geht, irgendwie sein Leben in den Griff zu bekommen und an sich zu arbeiten, ist der Begriff Achtsamkeit. Ich finde, dass oft hinter diesem Begriff viele leere Phrasen stecken, mit denen man nichts Konkretes anfangen kann. Aber ich glaube, hier findet er wirklich ganz konkret Anwendung. Ich sollte einfach achtsam und bewusst mit meiner Ernährung umgehen. Ich sollte alles hinterfragen, was ich esse und zu mir nehme. Ich sollte die Zeitpunkte hinterfragen. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass ich etwas verkehrt mache. Das heißt einfach nur, dass ich kritisch hinterfrage, ob ich etwas besser machen kann und wenn ich es besser machen kann, ob es dann noch zu mir passt. Denn auch das habe ich bereits in einem meiner letzten Videos groß erklärt, dass das beste Ernährungssystem
nichts nutzt, wenn man es am Ende nicht umsetzen kann, weil es zum Beispiel nicht in den eigenen Lebensrhythmus passt, weil es nicht zu einem selbst passt. Ich verstehe, dass man Angst davor hat, etwas verkehrt zu machen. Ich verstehe auch, wie schnell man in dieser gedanklichen Falle ist, zu sagen, wenn ich einmal etwas verkehrt mache, ist alles zunichte gemacht. Aber das ist nicht so. Das Leben ist nicht zu 100% planbar. Die Ernährung ist nicht zu 100% planbar. Ich gehe da schon sehr, sehr weit, meine Ernährung zu planen und im Griff zu haben. Das heißt, dass ich wirklich zum Beispiel nur das esse, was ich selber zubereitet habe. Oder was meine Schwester zubereitet hat, die aber nach den gleichen Maßstäben kocht wie ich. Ich gehe nicht essen, ich bestelle kein Essen. Ich bin schon, wenn andere Leute etwas kochen und zubereiten, werde ich schon kritisch. Ich weiß, dass das auch sehr extrem wirkt, aber das ist halt für mich wichtig und strikt, das zu befolgen. Aber trotzdem habe ich im Endeffekt keine 100%ige Kontrolle. Auch bei meinem Intervallfasten. Es gibt Tage, da kann es passieren, dass sich mein Intervallfastenfenster um eine halbe Stunde verschiebt. Trotzdem sind da nicht alle zuvor erlangten Erfolge zunichte gemacht. Es kann Tage geben, wo ich es tatsächlich nur schaffe, zwei Mahlzeiten zu essen, weil ich auch vielleicht einfach in dem Moment da nicht anders Hunger habe. Ja, das ist dann so. Auch wenn ich Wert darauf lege, dass ich drei Mahlzeiten am Tag esse, ist es trotzdem nicht schlimm, wenn mal etwas in die Hose geht. Fehler sind im Endeffekt auch nur die Chance, etwas zu lernen. Und Fehler sind nichts, was etwas zunichte macht. Fehler sind ein Teil des Wegs und ein Teil des Prozesses. Es sind einfach Erfahrungen, die wir noch nicht gemacht haben. Das Wichtigste, was ich auch für mich gelernt habe, ist, dass ich entspannt mit dem Thema umgehen sollte. Dass ich versuchen sollte, mir inneren Druck zu nehmen. Wozu halt auch diese Angst gehört, Fehler zu machen und irgendwie alles zunichte zu machen. Das ist in meinem Fall sicherlich noch etwas komplizierter, da ich ja auch, wie schon oft erwähnt, mit einer Essenssucht zu kämpfen habe und deswegen mehr Disziplin an den Tag legen muss als andere Leute. Trotzdem versuche ich, mit Fehlern irgendwie vernünftig umzugehen und daraus zu lernen. Und dieses entspannte Umgehen mit dem Thema hat mir einfach sehr geholfen. Ich sage auch immer wieder in meinen Videos, dass ich stetig dazulerne. Und das meine ich wirklich so. Ich weiß, ich reite immer sehr auf dem Thema Portionsgrößen rum, was halt aber auch daran liegt, dass ich halt diesen Background der Essenssucht habe und für mich Portionsgrößen wirklich oft schwierig einzuschätzen waren. Mittlerweile habe ich das gut im Griff, aber ich bin da in einem Modus der ständigen Kontrolle von mir selber. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Das ist einfach ein Teil des Prozesses und viele Dinge sind Teil des Prozesses und dazu gehört es auch, Fehler zu machen. Ich ärgere mich nicht darüber, dass ich auch am Anfang meiner Ernährungsumstellung noch zu viel gegessen habe. Das ist okay, denn daraus konnte ich lernen, mich weiterentwickeln und bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, meine Portionsgrößen sind absolut in Ordnung, sind absolut ausreichend und das erste Mal in meinem Leben vermutlich auch normal. Und so kann man das halt auf alles beziehen, was man macht. Ich finde es unfassbar wichtig, dass man einfach mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal anfängt zu machen und zu probieren. Und selbst wenn man Fehler macht, man hat sich zumindest bewusst mit seiner Ernährung auseinandergesetzt. Das ist doch der eigentliche Schritt, der eigentliche Gewinn an der Sache. Dass man dann inhaltlich und faktisch noch dazulernt, das wird immer passieren. Das ist, man könnte auch fast sagen, jeder Tag, an dem man nicht dazulernt, ist irgendwo ein bisschen ein vergeudeter Tag. Jetzt nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern allgemein fürs Leben. Und das schließt halt Ernährung mit ein. Von daher kann ich euch nur bitten und raten, setzt euch bewusst mit dem auseinander, was ihr zu euch nehmt, mit eurer Ernährung. Aber stresst euch nicht deswegen. Versucht es nicht von Anfang an perfekt zu machen. Plant mit ein, dass ihr gerade am Anfang Fehler machen werdet, dass ihr gerade am Anfang noch sehr viel dazulernen werdet. Aber macht einfach diesen Schritt. Der Unterschied zwischen sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was man isst, und einfach gedankenlos alles in sich hineinzuschaufeln, der ist schon riesig. Der bewegt einfach schon eine ganze, ganze Menge. Nämlich auch die Möglichkeit, dazuzulernen. Ich denke, wie man merkt, das ist ein sehr leidenschaftliches Thema für mich. Gerade weil ich ja auch versuche, Leuten, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie ich, auf eine Art und Weise weiterzuhelfen, wie es vielleicht nicht viele andere Menschen im Bereich gesunder Ernährung und Abnehmen machen. Nämlich Verständnis zu zeigen und auch zu zeigen, dass es nicht immer nur um konkrete Tipps geht, sondern auch ganz, ganz oft einfach um so etwas wie die Einstellung und ja, die innere Überzeugung. Wie sieht es aber bei euch aus? Was habt ihr bei eurer Ernährung dazugelernt?
Habt ihr auch einfach mal angefangen zu machen? Habt ihr vorher alles perfekt durchgeplant oder seid ihr auch Hals über Kopf quasi reingestürzt und habt, während ihr angefangen habt, euch mit einer Ernährung zu beschäftigen, die euch gut tut, schon angefangen, diese umzustellen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch sehr gerne, wie ihr euch ernährt. Seid ihr vegan unterwegs? Macht ihr Paleo? Versucht ihr es ausgewogen? Macht ihr eine Keto-Diät? Basisches Fasten? Ja, mir fallen so viele Dinge ein. Schreibt mir das einfach gerne in die Kommentare. Gebt mir Inspiration. Gebt vor allen Dingen auch anderen Leuten Inspiration. Seid denen auch eine Hilfe und eine Unterstützung. Das ist mir auch super wichtig. Ansonsten könnt ihr mir natürlich diesem Video, falls es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt dem Channel auch ein Abo dalassen. Darüber freue ich mich auch sehr, sehr gerne. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Klickt auf die kleine Glocke. Was natürlich geil dem ganzen Thema nicht vergessen darf, ist das Thema Genuss und Essen genießen. Deswegen habe ich auch einen zweiten Channel gegründet, Etwas Genuss. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Geht es um alles, was mit Genuss und Genussmitteln zu tun hat. Lasst dem ganzen ein Abo da. Ihr könnt mir auf den sozialen Netzwerken folgen. Falls ihr sagt, ey Martin, das ist mega, was du machst, ihr könnt mich unterstützen. Die Möglichkeiten findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ihr seht mich im nächsten Video.